Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil Let's Play Path of Exile, der Hüpfer. Ja, heute soll's Mervil an den Kragen gehen. Und bevor wir das machen, erstmal, ihr seht, ich habe ein Level ab mir geholt und das zweite steht kurz bevor. Ich bin zweimal nochmal das Gebiet vor, wie heißt das, The Coves? Ich glaube schon. Also vom letzten Wegpunkt das Gebiet habe ich zweimal abgefarmt. Und hab praktischerweise hier einen Jade-Shopper gefunden, der zwei rote Sockel hat. Dann könnte ich nämlich spontan meinen Heavy Strike zusammen mit Added Fire da reinsockeln. Das wird mir für den Kampf mit Mervil sicherlich behilflich sein. Zusätzlich habe ich das Amulett hier gefunden, das ist ganz witzig. Bietet nämlich vor allen Dingen 21 Mana und 13 Rarity, Lebensregeneration, ja, brauche ich nicht unbedingt. Und das Amulett, was ich gerade trage, kann auch nicht mehr als Lebensregeneration und deswegen wollte ich das auf jeden Fall erstmal anziehen. Also das wäre das Erste. Ja, und dann, wenn wir mal dabei sind, können wir mal direkt ein ganz klein bisschen craften. Und zwar werde ich jetzt zuerst mal dem Ding hier Quality verschaffen. Und mal gucken, ob da irgendwas Schönes draus wird. Ja, ein bisschen Feuerschaden. Wird auf jeden Fall gegen Mervil helfen. Ja, dann machen wir mit den Ringen nochmal dasselbe. Ein bisschen Blitzschaden, okay. Ja, schade. Kälteresistenz wäre mir deutlich lieber gewesen. Das Ding kann dann eigentlich auch weg. So, dann können wir das jetzt mal so ausrüsten. Zack. Und ne, das andere Ding kann auch weg. Be careful. Dann schauen wir mal ganz schnell nach, ob es hier Kälteresistenzringe gibt. Ja. Der ist nicht so wirklich gut. Leider nur 23. Da wären 30 möglich. Egal, ich nehme den mal mit. Bei Mervil kann das nicht schaden. So, und bevor es weitergeht, hier eben noch Leben und Rüstung. Das ist der nächste Punkt. Und ich denke mal, ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, Blood Magic zumindest zum Leveln erstmal zu nehmen. Kann man ja immer nochmal dann wegmachen. Sind ja eh nur zwei Punkte, die ich hier quasi zusätzlich investieren muss. Das kriege ich ja schon mit der Quest, die ich hier im ersten Akt habe, hin. Und dann könnte ich zumindest erstmal, bevor ich... Also im Moment kann ich ja eh noch keine Auren benutzen. Dann hätte ich jetzt aber erstmal... Oh, 175. Ja. Das ist doch ganz angenehm, der Schaden. Dann könnte ich zumindest erstmal zum Level ein bisschen entspannter spielen. Mal gucken, ist eh noch ein bisschen was hin, bis ich die entsprechenden Level-Ups zusammen habe. Gucken, wie es sich bis dahin dann ergibt. Dann war schon direkt das nächste. Und dann wird auch Warrior's Blood direkt mitgenommen. So, dann wollen wir sehen, ob wir hier zurechtkommen. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Mana-Vorrat hätte, dass ich hier meinen Angriff auch ein bisschen kontinuierlicher benutzen könnte. Aber eigentlich geht's ja sogar. Wenn ich zwischendurch mal Mana-Fläschchen nehme, dann ist es schon eigentlich okay. Schnellverfahren. Das erste Ding hier schon erledigt, die erste Etage. Die Cavern of Wrath. So dürft's gerne weitergehen. Diamond. Der Schrein, der gefällt mir nicht. Dann
werden nämlich immer kritische Treffer ausgeteilt. Und ja, für einen selber ist der normalerweise eigentlich sehr cool. Aber wenn die Gegner den haben, dann ist das überhaupt nicht cool. Ganz im Gegenteil. Viel gefährlicher geht's eigentlich kaum. Das Problem ist, mir selber bringt der nichts. Wobei, ich weiß gerade nicht, das kann ich glaube ich hier gar nicht erkennen, ob ich kritisch treffe. Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Ich habe ja Resolute Technik, dann critte ich ja nie. Lang. Habe ich erwähnt, dass Leap Slam eine coole Sache ist. Kann man immer schön die Wege abkürzen. Und da sind wir auch schon bei Mervil. Das ging schnell. So, jetzt einmal kurz der Check. Was macht die Kälteresistenz? 24. Ja, ich möchte schon gern das Ding noch mitnehmen. Tausche mal die einfach mal aus. Immer noch 24 Lebenspunkte, das sollte eigentlich ausreichend sein. Ich gönne mir mal noch Heavy Strike auf der anderen Zusatztaste. Ich drücke die gerne mal aus Versehen in der falschen Reihenfolge. Ja, Backup Town Portal kann nie schaden. Wollen wir mal sehen, wie es jetzt hier... Ah, hier geblieben. Joa! Nennt mich den Mervil-Schlechter. The waiting is over, Mervil. Go to your husband. Irgendwas Spannendes? Nicht wirklich. Okay, dafür, dass der Kampf so entspannt und einfach war, habe ich auch nichts bekommen. Ach, der ist auch direkt aktiviert, der Wegpunkt. Praktisch. Okay, ja. Einmal Schnellverfahren mit Mervil. Da sag ich doch nicht nein. So, jetzt einmal wieder hier schnell die Ringe tauschen und alles ist wieder gut. Ja, mit Orbs hat mich das Spiel im Moment bis jetzt wirklich noch nicht überschüttet. Das kann man nicht behaupten. Komm, machen wir. Sind wir mutig. Machen wir direkt hier auf. Mehr Gegner gleich besser. Haben wir den Large Mana Flask. Gut, nehmen wir mal mit. Uns nichts Spannendes liegen geblieben. Ja, gerne mehr Champions. Geben wir mal gut EP, die Jungs. Keinen Bock, hier die ganzen kleinen Affen abzuräumen. Wenn die so schön komprimiert stehen, dann geht's. Da wollte ich doch hin. Einmal ins Dschungelcamp.
Ich bin ein Marauder, holt mich hier raus. I have seen what you... So, machen wir direkt weiter. Ging jetzt alles doch viel schneller, als ich erwartet hätte. Das heißt, da holen wir uns direkt noch ein paar Wegpunkte hier. Hybrid Flask. Vielleicht auch im Moment gerade gar nicht so schlecht, die Hybridflaschen. Feiger Hund, bleib stehen. Doch. My mana is gone. Sind ja schon alle tot. Ein Sprung, ein Treffer. Orb of Fusing. Perfekt. Gerne mehr davon. Das nächste Level-Up steht auch kurz bevor. Gneis. Dann wollen wir den Gneis mal umhauen. Skillpunkt vergeben. Ja, jetzt gehe ich. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit. Entweder ich hole mir erstmal noch mehr Lebenspunkte oder ich gehe jetzt hier Richtung Axtschaden. Und das habe ich jetzt eigentlich erstmal vor. Ich möchte jetzt erstmal hier ein bisschen was noch am Schaden tunen. Lebenspunkte sind eigentlich im Moment erstmal ausreichend vorhanden. Vor allem die etwas erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, die in dem Cluster da wartet, die, sollte eigentlich jetzt aktuell ganz angenehm sein. Auch und gerade, weil ich ja doch jetzt noch das ein oder andere Mal mit meinem Standardangriff angreife. Auch da hilft mir das. Quicksilver Flask. Jetzt kriege ich mal so eine. Letzte Mal muss ich da extra noch die Quest für erledigen. So, Wegpunkt. Achso, wenn ich hier bin, dann hole ich mir eben schnell den anderen Wegpunkt. Für den Fall, dass ich mir, dass ich mich dazu entschließe, noch ein bisschen in den Felshrine Ruins zu leveln. Was ja grundsätzlich immer eine gute Idee ist eigentlich. Jetzt haben wir jetzt hier Level 18, ich bin Level 19. Eigentlich bräuchte ich jetzt nicht unbedingt irgendwie leveln groß. Ich bin eigentlich stark genug und vom Level her gerade richtig, dass ich jetzt einfach hier normal durchspielen kann.
Ja, immer wenn zweimal derselbe Gegenstand nebeneinander fällt, dann frage ich mich immer, ob das jetzt vom Spiel irgendwie so gewollt ist oder ob da irgendwie ein Fehler in der Drop-Kalkulation vorlag. Aha. Aha. Ein neues Gebiet. Das ist doch bestimmt korrumpiert, genau. Monster Speed, Attack Speed, Cast Speed und more Items. Okay, also, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, es ist also auch so ein klassischer Map-Mod, den man ganz gerne mal nimmt, weil der viel Quantity-Bonus auf Maps bringt. Double Strike, da habe ich doch drauf gewartet. Double Strike ist eine echt coole Sache. So, ja, das Gebiet werde ich auf jeden Fall noch besuchen gleich. Ich wollte nur vorher eben mir den Wegpunkt holen. Kann ich mir ein bisschen Laufweg gleich sparen. My mana is gone. Wobei, kann ich das wirklich? Spare ich dabei? Keine Ahnung. Eigentlich nicht wirklich. Doch, ich spare wohl Laufweg. Dann muss ich nämlich nur hier den Weg doppelt gehen mit offener Karte. Ansonsten hätte ich... es tut sich nichts. Ich hätte auch genauso gut es andersrum machen können. Erst die Karte da machen, oder erst den Mini-Dungeon erledigen und danach hier den Wegpunkt holen. Egal, jetzt habe ich so gemacht. Auch das ist okay. Die Gegner mitnehmen, die ich stehen gelassen habe. Zumindest ein paar davon. Strongboxchen. Diese Strongboxes finde ich auf jeden Fall persönlich ziemlich cool. Die gefallen... Okay. Das ist cool. Ist da auch... ich träume gerade. Könnten natürlich mal so in späteren Gebieten dann so Strongboxes sein. Da fällt dann irgendwie Life Leech, Multistrike und noch irgendwas Cooles. Natürlich der Hammer. Champions möchte ich aber schon mitnehmen. Der EP wegen. Wenn die Jungs mal stehen bleiben würden. Da hat sich das nämlich mit dem EP schon wieder relativiert, wenn ich eine halbe Ewigkeit brauche, um die umzuhauen. Thank you, my ancestors. I will repay your gift. Okay, dann wollen wir uns mal mit diesen extra schnellen Monstern hier rumprügeln.
Skillpunkt vergeben. Attack Speed mitnehmen. Ich bin eigentlich der Sledgehammer. Nicht wirklich viel. Zumal Hammer ja sowieso nicht. Hier aber viele Champions. Hier sind immer so hartnäckig, diese Titanen. Die Terry Pratchett-Trolle. Pole Axe müsste eigentlich als Knüppel gelten und nicht als Axt, weil der Name was anderes vermuten lässt. Ne, tatsächlich ist es eine Axt. Hätte ich nicht gedacht. Nichtsdestotrotz ist die nicht besser als das, was ich habe. Mehr neue Gegner, oder? Gab's die schon mal? Die kommen mir gerade nicht bekannt vor, diese Gegner hier. Stone Ring. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, ist das noch nicht der Champion, der Boss hier? Champion ja, Boss nein. Ah, es handelt sich um eine Spinne. Wie unschön. Sieht nämlich schon mal wieder sehr gefährlich aus, das Ding. Mit Flicker-Strike, ich fasse es nicht, Und mich veralbern. Egal, gut, dass ich so gut austeile. So, was wollte ich denn hier jetzt nochmal? Ein Wahl-Double-Strike. Ja, Double-Strikes finde ich ja sowieso cool. Was kann denn der Wahl-Double-Strike? Nutzen, jawohl. Ja, das gönnen wir uns fürs nächste Mal, was der kann. Ich habe mir nämlich jetzt überlegt, Mensch, dann haben wir noch so ein Spannungshighlight zum Ende, nochmal ein Bosskampf. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ja, ihr seht selber, meiner Einschätzung nach ist alles super. Es läuft wirklich fantastisch. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!